Bitte lasst es mich wissen, wenn ich irgendetwas für euch tun kann. Taryn Loghain hat verkünden lassen, dass es jedem Adligen, der sich nicht an den Schwur hält, dem Thron zu dienen, so ergehen wird wie Ben Bronek. Das hat eine ganze Reihe von Leuten ziemlich wütend gemacht. Einige der Bands, die bisher geschwiegen haben, sagen jetzt, dass Loghain auf ihren Rechten als souveräne Lords herumtrampelt. Es scheint, als seien weitere Kämpfe wohl nicht zu vermeiden, nicht wahr? Das ist eine traurige Situation. Das erzählt man sich zumindest auf den Straßen, was auch immer das bedeutet. Natürlich. Viel Glück euch und euren Freunden. Auf Wiedersehen. Ja, es ist gut, mein Schwert wieder bei mir zu haben. Ich nenne es Asala, die Seele. Es wurde aus seltenem Blaustahl geschmiedet und hat mir Jahre... Ja, du kannst verstehen, wie es ist, eine Waffe zu haben, die ein Teil von einem ist. Das können nur wenige. Ja. 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 Hallo, wie kann ich... Ihr seid... Und ist es schon... eine Weile her? Lange genug, um zum Zirkel und zurückzureisen? Oh, bitte, was haben Sie gesagt? Die Ahnen segnen euch, ich kann's nicht glauben! Einen Beobachter der Zwerge gab es im Zirkel seit Ureldon im 13. Jahrhundert nicht mehr. Ich muss packen. Nein, meine Eltern würden nur misstrauisch. Ich muss gehen. Soll ich etwas mitbringen? Bücher? Schulgeld? Dann sollte ich gehen, bevor meine Eltern nach mir suchen. Wenn ihr je wieder zum Zirkel kommt, sehen wir uns ja vielleicht. Ihr seid der beste Fänger, den ich je gesehen habe. Schon gut, schon gut. Aber da draußen gibt's noch. Geht zurück in die Stadt des Staubs, wo ihr hingehört. Ist das zu glauben? Orgrin ist kaum noch Teil der Kriegerkaste, aber er kommt hier rein, als hätte er ein Recht darauf. Wenn ihr Wachen seht, sagt ihnen, dass Orgrin es wieder mal versucht.
Ihr kommt in einer schwierigen Zeit. Arsama leidet und braucht eine Ak! Tut mir leid, kann nicht reden. Ein Ausrufer ist immer... Die Edukins saßen 370 Jahre auf dem Thron. Das ist lange genug. Was wollt ihr? Seid ihr eine dieser unermüdlichen Adelsjägerinnen? Weder meine Söhne noch ich sind interessiert. Ah, eine edle Aufgabe, die dunkle Brut zu tilgen, sobald sie mal an der Oberfläche auftaucht. Ihr müsst sehr stolz darauf sein. Ja, und welche Angelegenheit führt euch zu mir? Eine interessante Anschuldigung. Aber um mich zu betrügen, müssten Harrowmont und ich doch Geschäftsbeziehungen unterhalten, oder? Das ist lächerlich. So einen offensichtlichen Fehler würde Harrowmont niemals machen. Was habt ihr für... Nun, ein Oberflächenflugblatt sieht anders aus. Woher habt ihr die? Schon gut. Es stimmt. Sophie steht fest. Aber ich kann nichts dagegen unternehmen. Das Geschäft fand im Namen unseres ganzen Hauses statt. Nur mein Vater kann es auflösen. Er führt gerade eine Expedition in den tiefen Wegen an, um einen alten Teig zu sichern. Er wird vor der Wahl nicht zurück sein. Aber womöglich ist das wichtig genug, um ihn in den Tunneln zu suchen und zu unterrichten. Die Dace-Familie stünde tief in eurer Schuld. Danke. Er hat eine alte Stätte der Edukin durchsucht. Er hat mir diese Karte gegeben, für den Fall, dass seine Expedition nicht zurückkehrt. Ich gebe euch auch einen Passierschein. Normalerweise darf niemand die Frontlinie überschreiten. Viel Glück. Ich hoffe, ihr werdet Lord Harrowmont unterstützen. Aktuelle Nachrichten! Lord Harrowmont ist rückschrittlich! Begreift er nicht, dass Orsama Veränderung braucht, um überleben zu können? Das ist also der königliche Palast? Was der wohl für Schätze hütet. Stimmt es, dass an der Oberfläche auch Bürgerkrieg herrscht? Ihr seid der Markling, der das Tornei entweiht hat. Rika sagte, ihr sollt euch wie zu Hause fühlen. Es ist eine Ehre für das Haus Edukin, einen Verwandten bei den Wächtern zu haben. Ihr findet eure Mutter in den Gemächern der Frauen. Atrast Valar,